Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4 zusammen mit Piper und mit Dogweed, denn ich habe ja jetzt eine Mod und ich finde die richtig gut mit zwei Begleitern. Haben wir hier diesen Außenposten eingenommen und ich muss jetzt ein Rekrutierungsfunkleitsignal bauen. Ich vermute aber mal, ich werde das nicht hinbekommen, weil ich die ganzen Zutaten dafür nicht haben werde. Glaube ich jedenfalls nicht. Dann gucken wir mal. Oh doch, guck mal, ich kann ihn bauen. Ach, wie geil ist das denn? Ich kann den bauen. Dann stellen wir den doch gleich hier mit so hin. Ist doch echt eine gute Idee. Sehr gut. Und die Leute können dann kommen. Abgeschlossen. Ich soll mit Preston sprechen. Machen wir gleich, aber ich wollte mal gucken, habe ich eigentlich alles eingesammelt? Nö, den habe ich noch nicht. Das gehört jetzt uns. Das stimmt, Piper. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Hier haben wir noch ein paar Karotten. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, das machen wir, sofern wir... Ich muss jemanden darauf ansetzen. Hier ein paar Leute herkriegen. Dann können wir das machen. Aber hier ist echt nichts, ne? Sonst weiter. Hier ist ein Bett. Hier ist eine Pennertonne. Kann man hier rauf? Ja, kann man. Okay. Gut, also hier werde ich etwas bauen müssen. Früher oder später. Na gut. Jetzt gehe ich noch mal kurz in die Werkstatt rein. Oh, einer ist schon da. Wo ist er denn, der eine? Sehen tue ich noch nichts. Tja. Ach, da ist er doch, da ist er. Sehr gut. Ach, geht gleich zu essen. Wunderbar. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Nach Sanctuary, glaube ich. Da ist, glaube ich, Preston, ne? Aber vielleicht sollten wir einfach mal hinlaufen. So schwer kann es ja nicht sein. Laufen wir jetzt überhaupt richtig? Komm, ich platziere mal die Markierung. So. Da lang. Benutze ja sonst immer die Schnellreise, weil ich so ein bisschen Panik habe hier, dass ich, ach doch, wie du bist es, dass ich nicht lebend immer ankomme. Aber es gibt ja hier so viel zu entdecken in Fallout. Was ist denn jetzt los? Seht ihr? Genau das meinte ich. Wow, wow, wow.
Ne? Das war knapp daneben. So, das Ding steht jetzt in der Luft. Aber fangt nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Meine Güte, wie ich diese Viecher hasse. Gut, weiter geht's. Oh, ich habe da noch irgendwas nicht entdeckt, sich gerade auf meiner Map, also auf diesem Kompass. Ups. Okay, das hat sie nicht geschafft. Eieiei. Ja, wie ihr seht, habe ich noch meinen Voltanzug an. Denn ich habe noch nicht irgendwie... Das heißt, ja, gut gedeutscht. Ich habe noch nicht das Passende gefunden. Hey, da draußen ist was. Das war's dann wohl. So, die eine haben wir. War's das? Also ich werde ja immer besser, habe ich so das Gefühl, ne? Ich glaube, ich sollte mich mal bücken. Und schleichen. Oh! Des Mutantentöters Impo-Reparatierer-Pistole verursacht 50% mehr Schaden gegen Supermutanten. Aha. Sollte ich mir mal merken. Und bloß nicht verwerten. Ich hatte aber... Das war euer letzter Fehler. Wow, wow. Ist mit dir nicht in Ordnung? Hallo? Nee, du bist Piper? Wo sind die denn alle? Nein, nein, nein. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich sehe nichts. Bin ich doof? Ich sehe vor lauter Wald die Bäume nicht. Aber Gefahr wird mir noch angezeigt. USAF, Satellitenstation Olivia. Okay. Ja, ja, ich komme hier, aber wo bist du? Wo bist du, wo bist du? Gefahr ist auf jeden Fall noch da. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Oh, hier ist eine Rüstungswerkbank. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Da kann man rein. Ja, bringt mir aber reichlich wenig nichts da oben. Mehr zu sehen von ihnen. Scheiße, was war das? Dogmeat. Warte, Dogmeat, ich komme, wenn ich hier nicht festsitzen würde. Ja, ich habe nichts. Dogmeat, du bist echt toll. Ja, der Kampfhund hatte Kronkorken, ein bisschen Hund und ein bisschen was zum Anziehen. Morbusratte war hier oben, okay.
Der Raider hatte eine Fusionszelle, Patronen-Stimpack, Schweißerbrille und die typische Raider-Rüstung. Hier sind ein paar Patronen drin. Perfekt. Ein Baseball-Handschuh. Wow, wow, wow. Okay, Entschuldigung. Hundefutter ist für mein Dogmeat. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö, ein bisschen Wodka. Können wir uns ein bisschen betrinken. Hier ist auch nochmal Morbus-Rattenfleisch. Okay. Gut. Sonst ist hier erstmal nichts weiter. Dann hätten wir diesen Ort hier auch entdeckt. Hier kann man schlafen. Gut, weiter geht's. Oh, hier ist ein Kühlschrank. Ah, der ist leer. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Querfeld ein. Die nehmen wir mal mit hier. Genau. Und laden auch mal ein bisschen nach. Oh nein. Auf die habe ich jetzt so gar keinen Bock. Ja. Dafür Piper. So, kommt ihr oder? Leute. Was war das denn jetzt? Gut, der hat gerade am Rahmen genascht. Sehr gut, Piper. Du bist auch richtig klasse. Wow, 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 wow. Oh, ich kann manchmal gar nicht so schnell reagieren wie die. Nee, okay, den habe ich. So, die Blieffliege habe ich auch. Und wo war jetzt hier der Ghoul mit dem Brahmin? Ich glaube, hier sind noch eine Menge andere Ghule. Na gut, egal. Weiter geht's. Liegt denn da? Liegt da am Brahmin? Tatsächlich unten Leuchtner. Was? Mist. Immer in einem Stück. Alles klar. Erledigt. Ach, hier ist ein Stoppschild. Okay. Eine leuchtende Red Kakerlake. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Na, ich glaube, das ist noch nicht nötig. Was würde ich nicht für eine riesige zusammengerollte Zeitung geben? Geht das schon wieder los? Na, sag mal. Ich sollte doch mal vielleicht die Ansicht ändern. Meine Güte. Treffe ich die auch mal oder jetzt?
Da war doch aber noch eine zweite, oder? Ach, Dogmeat, du bist ganz vergiftet. Ach je. Piper, geht's dir auch gut? Des Jägers Kampfmesser. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. Okay. Ramin hat nichts. Die habe ich schon. Aber war da nicht noch eine zweite irgendwo? Okay, Dogmeat ist wieder wohl auf. Und genau das meine ich, ne? Man traut sich gar nicht. Was ist denn hier? Ein Friedhof? Wildwood-Friedhof. Hier sind doch bestimmt auch wieder Ghule, oder? Ich sollte mal was essen. Sehe ich gerade. Inventar. Was nehmen wir denn? Nee, Hundefutter in der Dose, habe ich keinen Hunger drauf. Köterkeule. Oh, ich habe schon zwei Level-Ups. Wow. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hier ist noch eine Hubblume. Okay. Schade, dass man hier auf den Gräbern nichts lesen kann. Das wäre total interessant, glaube ich. Hier haben wir nochmal eine wilde Karottenblume. Oh, guck mal, hier. Blaugrüne gewölbte Vase und ein bisschen Jet. Wer immer auch hier lag oder liegt. Hier ist noch eine Hubblume. Was liegt denn da? Mega-Hack! Oder Hack? Ausgezeichnet. Wow, Mega-Hack. Du hast eine Ausgabe von Mega-Hack gefunden. Enthält den Source-Code zum Hacken von Geschütztürmen. Okay, und was heißt das jetzt genau? Liegt da noch irgendwas? Nee. Hier ist auch nochmal eine Hackblume. Und wilde Karottenblume. Was ist hier? Oh, das sieht aber hübsch aus. Ah, hier ist noch ein leuchtender Pilz. Hier ist noch eine wilde Karottenblume. Ja, schade, dass man nichts lesen kann. Oh, es wird dunkel. Kann man hier warten? Bestimmt. Okay. Hier ist noch eine Hub. Tür öffnen? Okay. Wow. Langhalsvase mit Weidemuster. Hier auch eine gewölbte, eine aufgewölbte und eine Rundvase. Okay. Das ist aber jetzt hier keine Grabstellung, was ich mache, oder? Wer ist da? Kuckuck! Was war das denn jetzt? Knochen des rechten Arms. Oh, ich mache Grabschändung. Ich sehe das schon. Oh, oh. Was ist denn hier? Billardkö. Die hatte Kronkorken, 10mm Patronen und ein bisschen Raider. Klamotten. Okay. Gut, hier ist sonst weiter nichts. Bis auf die nackige Raider-Dame.
Jetzt ist da oben. Bin ich schon wieder überladen oder warum kriege ich so? Oh, hier sind noch mehr Gräber. Brustkorb. Beckenknochen. Wozu man die auch immer braucht. Ein Aufstellbilderrahmen. Achso, die sind geschlossen. Okidoki. Hier kommt man nicht rein, oder? Nee. Hier auch nicht. Alles klar. War ich da unten schon drin? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal schnell hin. Nee, da kann man auch nicht hin. Alles klar. Gut. War ich da schon an diesem kleinen grünen Fleck? Ach, guck mal, hier ist ein Kinderwagen. Und das war bestimmt die Mama und die trauerte um ihren Ehemann, nehme ich an. Gut, hier ist nur ein leuchtender Pilz. Aber lesen kann man hier auch nichts. Na gut. Ah, hier ist ein Eingang. Ups, doch, wie du schubst mich. Ist noch eine Haarblume. Was ist hier? Ein Rasenmäher. Und ein paar Autos. Ah, okay. Geh schon mal schnell hier rein. Im Spiegel ist nichts. Aber hier ist eine Kiste mit Splittergranaten und eine Splittermine. Ich übersehe bestimmt eine Million Sachen. Gut, weiter geht's. Moment, wo laufe ich eigentlich hin? Warum habe ich eigentlich so viele... noch irgendwas anderes aktiviert? Nee. Ich muss doch da lang, oder? Zur Waffe wieder nachladen. Mülldeponie. Meine Güte, was ich jetzt alles entdecke. Bedford Station. Mann, Mann, Mann. Schnell weg hier. Keine Ahnung, was hier auf mich lauern könnte. Und was war jetzt da gewesen? Wow. Also in dieser Ansicht... Ach, du bist es, Piper. In dieser Ansicht zu schießen, ist echt gewöhnungsbedürftig. Okay, weiter geht's. Oh, hier ist eine Kochstelle. Hm. Ja, ich bin schon außer Puste, ich merke schon.
Oh, hallo. Entschuldigung. Hey, hey. Immer schön Abstand halten. Ich bin mal freundlich. Keine Angst, ich tu dir schon nichts. Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Es ist nur, ich glaube, ich habe gerade abgelaufenes Dosenfleisch gegessen. Okay. Vielleicht waren es auch drei. Hat erst lecker geschmeckt, aber jetzt, das Zeug dreht mir den Magen um und, tja, du riechst es ja sicher schon. Dosenfleisch von Longneck Lukowski ist meine Fresse. Dosengift von Longneck Lukowski trifft's eher. Hier, der Rest ist für dich. Ich fass das Zeug nicht mehr an, als ich morgen noch lebe. Und wenn dir dieser Lukowski über den Weg läuft, sag ihm, er soll in der Hölle schmoren. Oh Gott, entschuldige. Vielleicht gehst du lieber, wenn es das gleiche ist wie letztes Mal. Gibt's gleich eine Riesensauerei. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Okay, Piper. Hey. Tut mir leid, dass ich so eine miese Gesellschaft bin. Hoffentlich geht's bald wieder. Ach je. Dann hör auf, dieses schlechte Zeug zu essen. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Holzkiste, aber nichts drin. Hier ist aber ein Stimpack und ein Redaway. Nuka-Cola, Hundefutter in der Dose und Bier. Gut, eigentlich wollte ich... es geschafft haben, bevor die Folge zu Ende ist, in Sanctuary zu landen. Aber... warum krieche ich jetzt eigentlich? Nee, Moment. Ach so. Was ist denn hier? Vor allem, was ist denn da? Ich habe keine Ahnung. Will ich das wissen? Ah, wieder ein paar Ghule. Komm, nehmen wir dich erstmal. Journalisten auch zum Alltag gehört. Das weiß ich nicht, meine Gute. Du bist diejenige, die von uns beiden schreibt. Goxigs Hütte? In Ordnung. Whiskyflasche. Oh, lebst du noch? Na klar, lebt er noch. Jetzt nicht mehr. Chat? Was ist denn hier? Okay. Hier scheint es ein Geheimversteck zu geben. Root? Keller? Oh, hat das jetzt irgendwas mit einer Mod zu tun?
Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Gut, das werden wir dann aber in der nächsten Folge herausfinden, meine Lieben. Ich hatte für heute genug Spannung und jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Rücken ein bisschen ausruhen und eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Für ein paar Kommentare oder den ein oder anderen Like wäre ich sehr, sehr dankbar und würde mich tierisch darüber freuen, aber ist halt auch nicht Pflicht, wäre halt aber trotzdem sehr schön. Also meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bye-bye.